Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen und verdammt brandaktuellen Folge von Datenfallen erkennen mit eurem Dimitri. Es dürfte heute aktueller und wichtiger denn je sein, dass ihr über die Inhalte, die ich jetzt in diese etwas ausführliche Video euch vermitteln möchte, anderen mitteilt. Nicht damit ich vielleicht 5 oder 10 Abonnenten mehr kriege, ihr wisst, das ist mir relativ egal, ist natürlich schön, wenn es bergauf geht, aber hier geht's um das Ding, an dem wir eigentlich arbeiten. Datenfallen, Callcenter-Anrufe, Telefonterror. Und ausnahmsweise kommt das mal nicht über ein über Spam in eine Facebook-Gruppe, über einen Link aus WhatsApp oder ein E-Mail zustande. Diese Anzeige, wie ihr hier seht, die kommt über gesponserte Facebook-Ads zustande. Das heißt, Menschen bekommen dieses Bild hier mit dem Hinweis, sich für 750 € Gutschein einzutragen, weil sie bei Facebook ihre persönlichen Daten hinterlegt haben. In dem Fall dieser Zuhörerin geht es darum, deutsche Frau, geboren im April. Deswegen bekam sie das Ganze angezeigt. Bei dieser, bei gleicher Masche, geht es um Männer, die zwischen 91 und 92 geboren worden sind. Und auch hier sollst du dich für einen Gutschein registrieren. Bei diesem Bild ist schön perfide, da steht sogar Saturn.de noch dabei. Also hat man hier nicht, dass man sagen kann, ja, wir haben Logo genommen, weil geht um Saturn-Gutschein. Nein, hier wird das so getan, als wäre das von Saturns offizieller Internetseite. Ich erspare mir jetzt mal die Mühe zu sagen, dass das nicht von Saturn ist. Jeder, der meine Videos guckt, weiß, dass die Firmen, deren Name für diese Gutscheinscheiße hergenommen werden, damit nichts zu tun haben und damit auch nichts zu tun haben wollen und in den Fällen, in denen man sie darauf hinweist, dagegen vorgehen. Weil diese Nummer, die ich euch jetzt erzähle, verdammt penetrant, verdammt hinterhältig, mies und absolut betrügerisch ist, werde ich, während ihr dieses Video hört, bei Saturn bei der Pressestelle anrufen und werde denen mal mitteilen, was da los ist. Wahrscheinlich wissen sie es schon, aber ich möchte gerne einmal Feedback von denen hören, was die denn dagegen machen. Weil es geht hier um eine Firma, die diese Geschichte in die Welt gerufen hat, die in Deutschland ihren Sitz hat, zumindest auf dem Papier. Und dann wollen wir uns doch einfach mal schauen, wer steckt dahinter. Wer macht sowas? Wer nimmt da das Geld in die Hand? Da ist jemand, der kauft teure Werbeanzeigen bei Facebook, damit Menschen die angezeigt bekommen, in der Hoffnung, dass die sich da anmelden. Ihr müsst euch mal vorstellen, da geht verdammt viel Geld über den Tresen, bevor sich überhaupt einer diese Gewinnspielseite nur angeguckt hat. Die müssen im Vorfeld Facebook dafür bezahlen, dass Menschen das angezeigt bekommen. Und wenn denen das Geld wert ist, in die Hand zu nehmen und Facebook zu geben, dann wissen die auch, da kommt entsprechend was bei rum. Weil viele Menschen so blöde oder gutgläubig sind oder weil da Saturn.de draufsteht, dass sie denken, das ist alles legitim, die melden sich da an. Und für jede Anmeldung kriegen die Leute Geld, weil sie die Daten weiterverkaufen. Die verkaufen die Daten weiter, zu denen die Menschen hier genötigt werden, sie abzugeben. Wir wollen uns das Ganze nochmal schön anschauen. So ist die andere Geschichte. Schön. Einmal für Männer, einmal für Frauen. Immerhin ein kleiner Trost, hier sind schon ein paar böse Smileys, das heißt, ein paar Leute wissen wahrscheinlich schon, dass es sich hier um Verarsche handelt. Und jetzt wollen wir uns die Masche einmal angucken, im Detail. Wie wird da gearbeitet? Was soll da passieren, damit ihr und andere wisst, wie das Ganze funktioniert, damit ihr selber nicht drauf reinfallt, damit ihr andere warnen oder zurechtweisen könnt, die euch mit dieser Geschichte vielleicht um die Ecke kommen. Meldet solche Geschichten, wenn ihr sie bei Facebook seht. Es ist ein Betrugsversuch. Wenn ihr zufällig einen kennt, der damit dabei ist, der das teilt, dann warnt die, sagt hier, du hast da was geteilt, das ist überhaupt nicht gut, zeigt denen gerne das Video, dann sollen die diese geteilte Beitrag löschen und am besten denen Leute, die sie da markiert haben, noch Bescheid geben, dass die sich da nach Möglichkeit widerrufen können, obwohl das die Datenhändler wahrscheinlich wenig interessiert. Gehen wir ans Eingemachte. Das ist Seite 1. Hier oben wieder schön Saturn, 8. März. Auch wieder schön so tun, als wäre man Saturn. Man merkt aber schon beim Lesen, dass hier irgendwelche Betrüger wahrscheinlich wieder aus der Türkei oder aus Bosnien dran sitzen. Gratuliert! Nehmen Sie an der Umfrage teil, um Ihren 750 Saturn-Gutschein zu erhalten. Sie wurden von Facebook ausgewählt. Also seht ihr, diese Seite ist speziell auf diese Facebook-Masche ausgerichtet, damit man sagt, okay, das passt dazu. Ich spare euch das jetzt alles vorzulesen. Besonders perfide auch wieder hier unten ist die vermeintlichen Kommentare von Facebook. Ihr seht hier, ich kann hier nichts anklicken, ich kann hier kein Like, Reaktion oder sonst irgendwas machen. Das ist ein wahrscheinlich in Paint, so wie das hier von der Auflösung her aussieht, zusammengeschustertes Bild, das Seriosität vermitteln soll. Alle möglichen
komischen Gesichter, die man wahrscheinlich auch irgendwo geklaut hat. Und dann wird das hier so zusammengebastelt, um den Leuten zu vermitteln. Das ist alles ganz seriös. Finde ich ganz toll, ist ganz super gelaufen, du musst dich nur anmelden. So, merken wir uns noch, was hier steht. Beantworten Sie bitte 4 Fragen. Es ist völlig kostenlos. Sie müssen keine Kreditkarten oder persönlichen Daten eingeben. Bitte beachten Sie begrenzter Lagerbestand. Wir bleiben jetzt einmal hier, merken uns keine persönlichen Daten eingeben und schauen uns an, wohin der zweite Link führt. Ist im Prinzip das gleiche, nur etwas anders aufgebaut. Auch hier wird so getan, als wäre man Saturn. Wunderbar. Auch hier steht wieder, Sie wurden von Facebook ausgewählt, um an dieser 1-Minuten-Saturn-Umfrage teilzunehmen, für die Sie einen Saturn-Gutschein erhalten. Hier ist Gewinnversprechen, meine Freunde. Hier steht, wir erhalten etwas. Da. Und hier übrigens ist jetzt bei 0 Minuten 0 Sekunden. Ich habe die Seite wohl zu lange aufgehabt. Ich lade die jetzt einmal kurz neu und schon sind wir wieder bei 4 Minuten 29. Es ist also klar, dass das alles nur Verarsche ist. Und hier war jetzt eben unten auch ein Fenster, dass irgendeiner den Gutschein gewonnen hat. Hier ist eben auch wieder 750 € Saturn-Gutschein. Dann soll man hier lächerliche Fragen beantworten. Das machen wir gleich einmal, um uns eben anzuschauen, was hier passiert, wenn wir da wirklich uns ködern lassen von dieser, wenn man davon keine Ahnung hat, sehr gut gemachten Seite. So, auch hier natürlich wieder, guck mal hier der Like-Counter, der explodiert, aber man kann natürlich damit überhaupt nicht interagieren, weil das hier natürlich auch ein Skript ist. Das ist alles gefaked. Alles, was ihr auf dieser Seite seht, ist eine riesengroße Lüge und zielt auf die Unerfahrenheit und Gutgläubigkeit der Menschen ab. Und das alles im Namen der Firma Saturn, die eigentlich ja wirklich jeder kennt. Ich habe schon gute, natürlich auch schon mal die ein oder andere unschöne Erfahrung bei Saturn gemacht, aber es sollte ja klar sein, dass die hier nicht dahinter stecken. Aber diese Leute benutzen eben den Namen der Firma Saturn oder Pampers oder Tchibo oder McDonald's. Die nehmen alles, was sie kriegen können, um an Daten zu kommen, die sie weiterverkaufen können. Guck mal, jetzt ist der Counter wieder gefallen. So, und auch hier geht das los. Hier haben die sich mal Mühe gemacht, von irgendwelchen Leuten die vermeintlichen Fotos rauszusuchen. Man erkennt aber schon, wenn man hier guckt. Vielen Dank dafür, obwohl ich mehr als einen Tag warten musste, um das Geschenk zu bekommen. Das reicht, ich bin so ungeduldig. Was für eine wunderbare Action. Und hier eben auch in schrecklichstem Deutsch, hier Geschenkkarte wird jetzt plötzlich getrennt geschrieben. Hier ist auch wieder was getrennt geschriebenes. Hier unten auch wieder. Es fällt auf, dass das alles Masche und Charakter hat. Vor allem guckst du mal, gut, hier kann man jetzt nicht sehen, aber hier ist so europäischer Typ mit roten Haaren und Sonnenbrille. Und du postest ein Foto von einem, weiß ich jetzt nicht, ob das so was arabisch-asiatisches ist, von Typ her mit schwarzen Haaren, wo man auch sehen kann im Hintergrund von der Beschriftung her, dass das aus ein englischsprachiges Filiale kommt, das Foto, wo eben auch wieder erwecken soll Eindruck, Seriosität, dass das hier alles in Ordnung ist. Aber diese, wie auch diese Seite, ist eine große, große, große Lüge. Fallt darauf nicht rein. Lasst euch das nicht aufschwatzen, das kostet euch Zeit, Nerven, weil die euch anrufen wie bekloppt. Und im schlimmsten Fall Geld, wenn ihr am Telefon genauso leichtgläubig seid wie beim Ausfüllen dieser Seite oder alleine schon beim Klicken auf diese blöden Links. Wollen wir uns mal angucken, was passiert, wenn wir uns hier durchklicken? So, was denkst du über den Saturn-Service? Er ist gut. Was könnte bei Saturn verbessert werden? Und das ist jetzt diese Geschichte hier, so vermeintliche Kundenumfragen, größeres Sortiment. Was soll Saturn, wenn das von denen wäre, mit dieser Aussage anfangen? Größeres Sortiment in welcher Hinsicht? Tiefe oder breite Sortiment? Also mehr Auswahl an Sortimenten oder größere Auswahl innerhalb der Sortimente? Tiefere Preise, bessere Kundenservice? Ich weiß es nicht. Ich klicke jetzt, ich weiß es nicht, weil das einfach so dumm. Hast du schon mal etwas bei Saturn gewonnen? Und da heute die Einsicht, dass das eben nicht Saturn ist. Jetzt werden hier vermeintlich die Fragen ausgewertet. Es wird überprüft, ob noch Geschenke da sind, ob meine IP-Adresse richtig ist. Und jetzt können wir vermeintlich ein Gewinnrad drehen, um eben zu schauen, was wir gewinnen. Ich prophezeie, wir gewinnen den höchsten Gutschein. Du hast eine zusätzliche Drehung gewonnen. Gut, jetzt haben wir das erste Mal vermeintlich verloren und beim zweiten Mal bleibt das jetzt bei 750 € Gutschein oder bei was noch Besserem stehen. Habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Blöd.
Klicke jetzt auf den Jetzt reklamieren-Taste unten. Ja, ich reklamieren. Ja, ich reklamiere den Gutschein. Der ist nicht schön genug. Ich möchte einen anderen mit einer Ziege drauf. Der Preis wird in den nächsten 48 Stunden eintreffen. Ja, da bin ich ja gespannt. Du hast 2 Minuten 10 Sekunden, um deinen Gewinn anzufordern. Andernfalls verfällt deine Chance. Ja, super. Mit den toll programmierten Timern, die er da hat, könnten wir jetzt nur 3 Tage warten. Wir reklamieren mal. So, Seite lädt, Seite lädt, Seite lädt. Na, wird das heute noch was oder ist eure Seite schon gesperrt? Während diese Seite lädt, gucken wir uns an, ob das hier vom Ablauf identisch ist. Wir nehmen diesmal andere Antworten. Ja, das ist Service sehr gut, was könnte verbessert werden, weiß ich nicht. Hast du schon mal gewonnen? Nein. So, hier, Webseite ist nicht mehr erreichbar. Gut, das ist schön. Wir probieren das Ganze nochmal zu laden. Ansonsten kann man davon ausgehen, dass die inzwischen schon auf die Fresse gefallen sind damit, was natürlich sehr gut wäre. 750 Euro Gutschein. Hier steht auch wieder gratuliert. Schön. Dein Deutsch sehr gut wird. Bei besser jedem Mal. Was auch immer. Guck mal, hier hat es geklappt. Hier werden wir jetzt auf die Seite xy-gutscheine.de weitergeleitet. Ich habe mir das auch schon mal angeguckt. Wenn man diese Seite aufruft, bist du nicht bei einem Unternehmen oder einer Erklärung zu dem Ganzen. Nein, du bist dann auf einer Seite, die dir wieder irgendeinen anderen Gutschein anbietet. Diese Seite hier funktioniert nicht. Da haben die wahrscheinlich Quatsch gemacht beim Verlinken. Aber hier sind wir schon ganz richtig. Und jetzt kommen wir auch langsam dahinter, wer sich hier als Saturn ausgibt, wer hier mit Saturn.de wirbt, das Ganze als Saturn-Aktion inszeniert und dann ganz klein hier unten schreibt, die Markeninhaber sind weder Veranstalter noch Sponsoren dieses Gewinnspiels und stehen mit der Veranstalterin in keiner geschäftlichen Beziehung. Ich behaupte, ohne eine juristische Ausbildung zu haben, dass die ganzen Anstrengungen, die die vorher gemacht haben, indem die sich als Saturn ausgegeben haben, indem die Logo- und Seitenlayout kopiert haben und Saturn-Gewinnspiel etc. schreiben, dass das schon reicht und dass dieses Ding am Ende viel zu spät ist. Man kann sich nicht erst als was ausgeben und am Ende dann sagen, blöd, bin ich doch nicht, ich bin nicht Saturn, aber du kannst trotzdem versuchen, hier teilzunehmen. Vorhin wurde uns noch ein Gutschein versprochen, jetzt heißt es, wir können vielleicht einen gewinnen. Und vorhin, wenn ihr euch erinnert, stand da auch noch groß, es werden keine persönlichen Daten eingefordert. Und genau darum geht es jetzt hier. Mit wem haben wir es zu tun? An die Saturn-Rechtsabteilung. Impresum MyGimme GmbH aus Frankfurt. Die MyGimme GmbH, das kann jeder mit einer einfachen Google-Suche nachlesen, ist ein weit bekannter Datenhändler, der mit solchen Geschichten eben an Daten von leichtgläubigen, unwissenden Menschen herankommt und diese dann massiv gewinnbringend an Callcenter, Datenhändler und Firmen weiterverkauft, damit die vermeintlich legale telefonische Werbeanrufe durchführen dürfen, die aber nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs illegal sind, weil über solch eine Geschichte kein rechtlich verbindliche Werbeeinverständniserklärung zustande kommen kann. So, haben wir geklärt, wer steht dahinter? Guck mal, jetzt werden wir auf diese Schrottseite wieder geleitet. Leute, ihr könnt nicht mal eure Seite richtig programmieren. Aber hier, da könnt ihr mal Geld für ausgeben. Ne, lieber nicht, vielleicht wahrscheinlich fallen da noch mehr Leute drauf rein. So, geht aber immer noch. So. Dann sind wir jetzt natürlich mal wieder Rakesh. Du kannst jetzt inzwischen sogar auswählen, in welche Sprache sie dich kontaktieren sollen. Ich habe mal versucht, wenn du Englisch oder sonstige angibst, bekommst du keine Anrufe. Weil die ja nicht mal richtig Deutsch können. So, schon haben wir persönliche Daten eingegeben, die alle falsch sind natürlich. Ihr wisst ja, existiert nicht wirklich, aber alles super blöd. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit diesen Daten? Ich habe euch gesagt, sie werden verkauft. Ich habe euch gesagt, da wird jede Menge Geld mitgemacht und ihr werdet angerufen. Jetzt ist natürlich die Frage, von wem? Man könnte jetzt ja sagen, ich denke mir irgendwas aus. Wir gucken uns das einfach an, weil die das hier als sogenannte Sponsoren bezeichnen. Und da ist natürlich die Frage, wenn Saturn Gutschein aus eigenes Haus ausgeben würde, so wie das hier dargestellt wurde, wozu brauchst du da Sponsoren, wenn du dein eigenes Produkt verschenkst oder wenn du in dem Fall eine Guthabenkarte verschenkst? Blöd, was willst du da Sponsoren für haben? Hier geht es nur darum, Daten zu sammeln. Daten, die folgende Firmen aufkaufen, um euch anzurufen, in der Hoffnung, an euch zu verdienen, indem ihr bei denen einen Vertrag abschließt. Wir haben Burda für Zeitschriften, Yellowstrom, Iven, Goldgas für Strom und Gasversorgung.
Wir haben die Elite Premium Service AG, eine betrügerische Geschichte aus der Schweiz, die seit über 10 Jahren Menschen anruft und ihnen erzählt, sie hätten ein Lottospiel nicht gekündigt und müssten jetzt 12 Monate spielen. Weil sie aber ganz nett sind, hast du Sonderkündigungsrecht, musst nur 4 Monate spielen, kostet aber trotzdem 69 € im Monat. Und die Telefonnummern, die Daten und alles, das sie dir vorlesen aus deiner vermeintlichen Kundenakte, kaufen sie von der Maigimi GmbH, die über diese betrügerische Masche, die ich euch gerade vorgeführt habe, an ihre Daten kommt. Ich bin, wie gesagt, kein Jurist, aber für mich ist das Beihilfe zum Betrug. Vielleicht überprüft das mal jemand, der Ahnung davon hat. Hier hast du eben weitere Verlagshäuser, weitere Energieanbieter. Du hast alle möglichen Firmen hier drin. Das sind jetzt nur die, die du erlaubst, dich anzurufen, obwohl, wie gesagt, ist egal. Dann hast du noch Kontakt per E-Mail. Diese Liste ist noch viel, viel länger, wie ihr seht. Und natürlich werden eure Daten auch an weitere Firmen verkauft, da hier eben ein Datenhändler die Daten an den nächsten verkauft und so sich der Kreislauf immer weiter ergibt. Jeder einzelne dieser Firmen wird euch anrufen. Mindestens. Und das geht noch viel, 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 viel weiter. So, wir wollen uns anschauen, was passiert, wenn wir hier weitermachen. Guck mal, du kannst hier zum Beispiel nicht teilnehmen, wenn du nicht erlaubst, dass die Leute dich anrufen. Er nagelt mich nicht darauf fest, aber ich meine, es gab auch mal ein Urteil, dass genau das nicht zulässig ist. So, ihr seht, ich habe hier wunderbar viele Daten von Herrn Maulwurf. Wie gesagt, diese Daten sind alle fake. Bitte jetzt nicht irgendwelche Leute anrufen oder anschreiben. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Was passiert, wenn wir diese persönlichen Daten, die wir angeblich nicht eingeben müssen, doch eingeben? Wir landen schon wieder bei einer Umfrage. Bei dieser Umfrage geht es jetzt darum, die gewonnenen Kundendaten möglichen Interessenten zuzuordnen. Hier steht jetzt zum Beispiel, ja guck mal, jetzt sollen wir schon mal Abo machen, wollen wir aber nicht. Wir beschäftigen uns hier mit den Anrufen. Hier oben steht, wichtig für Ihre gültige Teilnahme. Wir sollen die E-Mail bestätigen, die die uns geschickt haben. Damit sind die Daten vermeintlich validiert und wir erteilen denen angeblich eine rechtlich verbindliche Einverständniserklärung. Da ihr, wie ihr gesehen habt, aber da jeden Scheißdreck von Angela Merkel über Kim Jong-un, über Präsident Putin bis zu Trump eintragen könnte, erstelle mir irgendeine E-Mail und bestätige das, könnte man über diese Weise alle möglichen Leute mit unendlichem Telefonterror fertig machen. Es ist nicht legal, was die da machen. Das ist keine Werbeeinverständniserklärung. Selbst wenn ihr die E-Mail, die die euch schicken, nicht bestätigt, ihr bekommt trotzdem diese Ping-Anrufe, wo der Computer guckt, sind die Leute da, gibt es die Nummer und ihr kriegt auch die Werbeanrufe, obwohl ihr das nie bestätigt habt. Das ist auch wieder ein Ding, das soll Seriosität vermitteln. So, dann kommen Fragen wie: Herr Solinder, 80% der Haushalte in Baden-Baden, weil er da jetzt vermeintlich wohnt. Du hättest hier auch Hamburg, München, Stuttgart, Saarbrücken, alles eintragen können, dann würde das da stehen. Wir helfen Ihnen dabei, günstigen Strom zu finden. Ja, interessiert mich. Wirst du angerufen? Hier wirst du nach Gas gefragt. Wenn du hier anklickst, dass du Hund hast, rufen sie dich an, wollen dir Hundefutter verkaufen. Hier, wir schenken Ihnen 400 € Bonus. Jetzt sichern. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass dein Telefon nicht mehr aufhört zu klingeln, bis du das irgendwann frustriert ins Klo reinschmeißt. Hier, wie viel würden Sie für eine Zahnzusatzversicherung monatlich geben, um gegen kostenintensive Behandlung geschützt zu sein? Egal welche, ob du jetzt 10, 20 oder 30 € hier angibst, die werden dich anrufen, genau diesen Betrag nennen und aufgrund das, was du da angegeben hast, dich versuchen werden, in ein Verkaufsgespräch zu verwickeln. Und hier unten soll eben noch mal ein Abo verkauft werden. So, um das einmal kurz zu zeigen, zack, 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 jetzt steht hier nochmal, Sie haben ein E-Mail bekommen. Direkt zu Ihrem Gmail-Postfach. Würde ich über diesen Link schon mal gar nicht machen. Und jetzt wirst du eben hier nochmal aufgefordert, irgendwelche ominösen Abos abzuschließen, wo natürlich auch die wieder jede Menge Provision davon kriegen. Die Seite hier geht immer noch nicht. Damit ging das Ganze los mit gekauften Anzeigen bei Facebook. Ich bin sehr gespannt, was Saturn zu dieser ganzen Geschichte sagt. Facebook zu kontaktieren, spare ich mir. Das hat in der Vergangenheit noch nie etwas gebracht. Wenn ich solche betrügerischen Seiten wie zum Beispiel N64, diese Masche, habe ich gemeldet, da kam, es gibt, die Überprüfung ergibt nicht, dass da irgendwas schlecht ist. Und wenn ich mich von der Seite belästigt fühle, dann tut denen das sehr leid, dann soll ich die blockieren. Super, das hilft aber anderen nicht davor, vor solchen Sachen geschützt zu werden.
Ja, jetzt seid ihr dran. Ich habe von euch den Input gekriegt. Vielen, vielen Dank. Ich habe diesen Input so umfassend, wie ich das jetzt konnte, verarbeitet, weil während ich das Video gemacht habe, hatten mir noch zwei Leute geschrieben. Darum bin ich zwischendurch mal kurz abgelenkt gewesen mit der gleichen Masche. Also das scheint gerade sehr groß loszugehen. Sagt anderen Bescheid, verinnerlicht euch das selber. Weist Leute darauf hin, warnt andere, verlinkt gerne das Video und falls ihr über ähnliche oder die gleiche Geschichte bei Facebook stolpert, macht mir wie die Leute hier einen Screenshot, wenn das ist am Handy oder Screenshot, wenn das ist am PC, möglichst hoch auflösend, wenn irgendwas von euch persönliche Daten drauf sind, schwärzt das oder schneidet das bitte raus, das möchte ich nicht haben, ihr sollt hier anonym Informationen geben können und dann arbeiten wir als Gemeinschaft weiter daran, diese Maschen aufzuklären und diesen Sumpf trocken zu legen. Ich bedanke mich für den Input, ich bedanke mich bei euch für Zuhören. Es macht einen Riesenspaß und ich hoffe, wir kriegen mit genau solchen Aktionen, ihr gebt mir, ich verarbeite, ihr gebt weiter diese Leute irgendwann dazu, dass die aufgeben, dass dieses Geld umsonst ausgegeben wird, dass die Facebook da in den Hals schmeißen oder dass die mal von Saturn oder irgendeiner anderen Firma richtig kaputt gemacht werden, weil diese Firmen irgendwann überhaupt mal mitkriegen, was da läuft. So, ich könnte jetzt die ganze Nacht noch referieren, ihr kennt das alles. Macht was draus, Ziegenarmee, ich bin stolz auf euch.